Also ich habe öfter schon die Farbe Rot, Gelb und Blau genau in dieser Art verwendet. Und sowieso, ich mag sehr gern gesättigte Farben und das sind halt die Grundfarben. Die liebe ich besonders und die sind natürlich furchteinflößend. Deswegen ist dieser Titel bei Barnett Newman, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, völlig richtig. Es ist eine Farbe, vor der Maler und Gestalter Angst haben, ja, von diesen drei Farben, wenn die so satt da sind. Und das ist sowieso was, ist eine Art von Extrem, hat auch in der Einfachheit eine große Expressivität. Und das ist natürlich ideal, dann da drin den Hugo Wolf stattfinden zu lassen. Und diese Lieder, und ich hatte da vorher noch gar keine Ahnung, wie das sein wird, aber ist sowieso, dass ich erst immer ein Bühnenbild entwickle und das habe ich eben aufgrund dieses Gemäldes entwickelt. Und das mache ich sowieso immer erstmal ein Bühnenbild und dann rausfinden, was ich damit anstelle. Und das war dann eben mit Hugo Wolf. Und dann eben ist daraus auch der Titel entstanden. Wer hat Angst vor Hugo Wolf? Wenn man wirklich spielt, wenn der Mensch spielt, ist er unverletzbar. Grundsätzlich nicht nur der Schauspieler, sondern wenn man im Spiel ist, kann man nicht getroffen werden, wenn man richtig im Spiel ist. Ist auch bei Fußballspielern so, wenn die nicht wirklich spielen, dann verletzen sie sich. Also so jemand wie Beckenbauer, der war ja, von dem weiß man, dass der sehr wenig verletzt war. Ja? Und der hat wirklich sehr riskant gespielt auch, aber der hat ein Rhythmusgefühl, es war Musik, wie er gespielt hat. Und im Schauspiel ist es genauso, wenn er in diese Schwingung kommt, kann ihm nichts passieren. Dann kann er durch die Luft fliegen, auf den Boden knallen. Es passiert ihm nichts, tut ihm nicht weh. Kriegt auch keine blauen Flecken. Und das ist eben genau das, was das Wunderbare und das Mysteriöse am Spiel ist, insgesamt. Und das wird halt meistens beim Theater vernachlässigt mit den ganzen Sicherheitsmenschen, die einen da an was weiß ich was alles festbinden wollen, wenn man irgendwie vom Sofa runterspringt, dicke Turnmatten aufstellen, und das macht das Theater dann oft so langweilig, weil man einfach diesen Sicherheitsgedanken ständig spürt und dann können die Leute einfach nie ins Spiel kommen. Ja.